Hallo, suchen Sie Hilfe. Ja. Ich will hier gar nicht lang gehen. Oh Gott. Gib her. Hallo, hallo. Ja, ich spiele mal wieder PlayStation und ich habe mir Alien Isolation besorgt, was schon seit ein paar Monaten raus ist. Wir spielen jetzt einfach mal das klassische Spiel, wo man halt eine, nicht Alien Ripley ist, sondern keine Ahnung wer. Und versucht auf einem Spaceship vor dem Alien zu fliehen. Spiel starten. Gucken wir mal, ob wir da überleben. Kampfgeräusche. Ja, ich bin ein großer Fan der kompletten Alien-Reihe. Bis auf Teil 4, da, naja, weiß ich nicht. Prometheus, okay, kann man gucken. Aber am besten ist immer noch der allererste. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Spiele ich den jetzt schon, Ripley? Habe ich das richtig aus? Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zur Nostromo gehört. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie. Falls Sie wollen. Ja, wir wollen doch. Amanda. Geh mal Mutti suchen. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Jetzt Mutti. Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Drama, Drama, Drama. Wann kann ich denn spielen? Ich will auch mal spielen. Nicht nur gucken. Aber geil ist, dass es auch mit Kopfbewegungen. Muss ich schon was machen? Nee. Huch, oh Gottchen. Ziehen Sie sich was an. Kann ich jetzt spielen? Yes, ich kann spielen. Laut und laut, das ist mein. Okay. Cool. Gehen. Anmelden. Erkunden Sie die Torrance. Ach ja, klar, wie heißt denn... Ach, Alien Ripley. Wir sind ja... Ziehen sich an. Okay. Connor, Verlaine. Wo ist denn mein blöder Kasten? Da. Das ist Taylor. Oh. Da. Eieiei. Das war ja eine Arbeit. Toll. Ich bin... Jetzt sind wir dran. Begeben Sie sich... Okay, Einsatzbesprechung. Alles klar. Dann machen wir das doch. Ich glaube einfach ihr hinterher. Sie wird sich ja auskennen im Gegensatz zu mir. Bin schon da. Achso, oder hier. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut.
packen wir es an. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Okay. Wo ist denn das? Wo muss ich denn hin? Ein bisschen doof mit der Steuerung. Hier, klicki, klicki. Klicki, klicki, klicki. Klicki. Ah, hier. Ah, das war ja schwierig. Toll, ich darf nicht an den Computer. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Super. Da kann ich die Torrents nicht reinbringen. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Ich kann die Torrents für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Das Sounddesign ist super. Ich denke wirklich die ganze Zeit, es ist hinter mir irgendwas. Wie, gehen wir jetzt zu Fuß rüber? Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Ja, jetzt geht's wohl wirklich los. Verletzt bin ich auch. Ach, scheiße, so kann ich ja gar nichts erkennen. Heftig, okay. Okay. Hallo. Suchen Sie Hilfe. Ja. Kann ich den Deckel abnehmen? Da kann ich ja gar nichts erkennen. Umziehen. Genau, gib mir mal lieber einen Anzug, der funktioniert. Ah. Nee, jetzt habe ich gar keinen mehr an. Okay. Da kommen wir her. Dann gibt es wohl einen Weg. Ja, das ist noch so uralt. Oh Gott. Ah, eine Karte. Hilft mir nix. Da so. Was ist jetzt los? Warum sprichst du mit mir? Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Das Verdammt. Sieht nicht gut aus. Okay. Da brennt es wohl. Das ist schlecht. Hier gibt es nichts. Okay, ich denke mal, wir sollten vom Feuer weggehen. So meine persönliche Empfindung. Das sieht schlecht aus, aber vielleicht können wir doch trotzdem hier irgendwas. Ah. Aha. Dann mal lieber.
Oha. Oh Mann. Also Feuer ist... Da kam denn da nicht das Feuer her? Das ist doch eine blöde Idee. Lauf doch! Ah, springen, okay. Springen haben wir schon mal raus. So. Hä? Zu klein für den Scheiß. Ah, okay, mit rechts. Ah, okay. Okay, Ordner fehlerhaft. So. Sevastopol wird stillgelegt. Oh, dann müssen wir wohl hier lang gehen. Jetzt haben wir uns viel getan. Vielen Dank. Verflucht nochmal. Krabbeln hier mal so lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Toll. Toll. Komme ich denn da jetzt lang? Scheiß. Ah, da. Da oben ist, glaube ich, jemand. Gucken wir mal hier lang. Ich bin ja ganz adventurous. Selber noch was machen? Okay. What? Yeah. Schrott. Da piept was. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht ist das ja ein tollen Radio. Bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein und durch meine Blüte fließt die Sonne in mich rein. Ich bin ein Gänseblümchen und mir wird ganz warm. Ich bin die ganze Welt und an mich selbst. Ah, okay. Das ist doch schon... Funktioniert dir denn überhaupt nichts? Okay. Okay, dann speichern wir doch mal. Ah. So, jetzt aber. Das muss ich mir aufschreiben. Also, Lagerräume Code 0340 Lagerraum. Irgendwas fehlt. Ah, guck mal. Haha. Wie kann ich denn zoomen? So, stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ach, guck mal, jetzt habe ich endlich die Karte entdeckt. Okay. Ach so, hier war noch, das... Wo habe ich den Zettel hingetan? Da, das Lager, wo wir die Ersatzteile bekommen. Zum Glück habe ich mir das gemerkt. Das war 0 3 4. Haha. Hier kann ich bestimmt Ersatzteile finden.
Leuchtfackel, super. Medikit wäre bestimmt auch hilfreich. Wann kommt denn das Alien-Komponente? Dieses Sounddesign, ich bin wirklich begeistert. Wie das war's. Ich will doch mehr. Okay. Oh. Ich denke, wir sollten hier... Oh, shit, das hätte ich nicht durchgehen sollen. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin gerade voll durch das Kabel gelaufen. Wie blöd. Was ist denn nur los? Eigentlich sollten wir doch von hier aus nur woanders hin noch. Hey! Die Torres. Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Verdammt! Großartig. Das sieht gar nicht gut aus. Was piept denn jetzt hier? Hey. Hallo? Ist da wer? Verjagt mich gleich hier voll, ey. Erstmal speichern. Okay, Sevastopol ist am Ende. Eine der Mitarbeiter, bla bla bla. Okay, was sind denn für Probleme? Kontakt aufnehmen. Auf alle Fälle alles mitnehmen. Das haben wir schon abgespielt. Ne, hier ist nur die Küche. Aha. So, ich habe Sprengkapseln gefunden. Ich weiß noch nicht genau, wozu die gut sind, aber wahrscheinlich kann ich irgendwas in die Luft sprengen. Das ist auch schon mal hilfreich. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles genommen. Oh. Oh nein. Ich speichere nochmal. Was ja funktioniert hat. Also denn mal rein. Okay. So sind wir im Schacht. Und wollen da links eigentlich hin. Ja, da komme ich ja nicht lang. Das ist ja doof. So, da komme ich her. Das ist Sicherheit. Dann gehen wir doch... Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ja schön. Ja, gehen glaube ich richtig. Aber ich fühle mich unwohl. Wir wissen ja, dass das Alien auch immer durch die Schächte gewandert ist. Ich möchte nicht weitergehen. Die Tipps waren ablenken, in Deckung bleiben. Man kann halt
nicht wirklich einen offenen Kampf riskieren. Okay. Da ist nix. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Ich möchte jetzt noch nicht sterben. Ich gehe ganz langsam. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, man kann bei dem Spiel auch nicht wirklich das Alien im Kampf besiegen. Das kennt ihr ja auch aus den Filmen. Okay, das war, glaube ich, nur der erste Scare. Ah. Oh. Ah, da. Okay. Hallo. Hallo? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin jetzt... keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich noch am Kriechen? Ja. Hallo? Hallo, Alien? Hier fällt alles auseinander. Ach. Mein Herz. Okay, da ist ein Dings. Was ist das? Was tut es? Es macht sauber? Ist das ein Sauberroboter? Das zur Seite schieben und dann da durchkrabbeln? Wie mache ich das denn? Ah, benutzen. Ha. Was auch immer es ist. Durch Schächte klettern ist ja jetzt mein neuestes Hobby. Ja. Schnell, 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 bevor wir da kaputt gehen. Okay. Wehe, da kommt jetzt ein Alien, wenn ich hier lang latsche. Obwohl, noch ist es wahrscheinlich noch nicht bekannt, dass es hier ein Alien gibt, ne? Oh. Oh Gott. Okay, wir gehen mal schnell da durch. Wir wollen ja nicht sterben. Hallo. Hallo. Hey. Da war ein Mensch. Das ist wohl jemand Totes. Was ist hier nur passiert? Wo bin ich überhaupt? Ich bin, bei der Baggage-Annahme. Jetzt habe ich mich so oft gedreht, dass ich wieder nicht weiß, wo ich hergekommen bin. Typisch Anna. Okay, Gepäckausgabe. Passagierbereich. Okay. Er hat noch nicht automatisch gespeichert, oder? Ah, da geht's nach oben. Oh Gott, wo muss ich denn lang? Und hier sind überall Leichen. Ich will gar nicht nach oben. Das da vorne muss der Ausgang sein. Ah. Gehen Sie durch die Haupttür. Wartungsheber benötigt. Ich will hier gar nicht lang gehen. Oh Gott. Ich gehe mal lieber hier wieder zum Licht. Wo man ja eigentlich alles einsammeln soll, ne? Ja, vielleicht müssen wir da eh noch mal hinten hin. Oh, ist hier Kommandozentrale. Oh, hallo. Kommandozentrale, ich will was... Wo klicke ich? Da. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Na toll, also haben wir noch irgendwo einen aggressiven Suffkopf. In der Reservatenkammer. Was ist denn das hier? Einwanderungsbehörde. Okay. Möchte ich das? Kann ich nicht noch Zeug sammeln? Kann ich nicht. Ich brauche Zeug. Zeug. Was ist das denn? Oh nein. Ich belasse es mal dabei und... Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal.
Ich bin da noch weitergelaufen und da haben wir unseren Leichenmann. Und der hat halt Waffen und sowas alles. Und wie komme ich da jetzt rein? Da ist ein. Da sind ganz viele tolle Sachen. Komme ich da jetzt rein? Mann. Ach ja, durch den Luftschacht. Warum mache ich das? Ich wollte doch eigentlich schon längst Pipi machen. So ein Dreckmist. So ein Kackmist. Vor allem muss ich damit da auch wieder zurück. Toll. Das brauche ich. Gib her. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Muss mal gucken, wie man Waffen wegsteckt. So, und jetzt geht's wahrscheinlich los. Toll, toll, toll. Kann ich noch was mitnehmen? Hier so irgendwie Medikit. Nein. Ah, links und... Okay. Links. Links. Oh. Oh, das ist ja wirklich mit Hand-Auge-Koordination. Cool. Klasse. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann können wir ja jetzt fast nach Hause gehen. Aha. Was ist das da? Eine Kugel. Die goldene Kugel. Aber super. Jetzt haben wir den tollen hier Aufmacht-Dings. Aber ich kann das gar nicht auswählen. Kann ich das nicht auch als Waffe benutzen? Naja, gut. Und können dann den Ausgang nehmen. Wie man... Gehen Sie durch das Haupttür. Finden Sie was zum Öffnen der Sicherheitsstrebe. Das habe ich jetzt gefunden. Und dann kann ich ja... Aha. Dann kann ich hier weiter zum Kommunikationsterminal oder wie auch immer das heißt und hoffentlich dann irgendwie kein Alien finden. Ihr habt auch dieses Globali, schwarze Globaglu gesehen. Das wird, das bedeutet, da ist was.